Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, nach der kleinen Pause, es war leider nur eine kleine Pause, weil gesundheitlich geht es mir in Ordnung, aber die Nerven sagen mir das anders. Ja, ich habe ja die Nervenkrankheit ME/CFS und also ein bisschen Giftschaden. Ich bin nur 7% Giftresi. Also müssen wir gleich mal ein bisschen besorgen. Ja, ich spiele einen neuen Bild. Ich habe ja gesagt, ich werde einen Squirrel Beast Master machen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Guide dazu. Und ja, der bestmöglichste ist relativ neu und geht gut. Ja, mit meiner Nervenkrankheit, da muss ich halt immer ein bisschen darauf schauen, dass meine Nerven nicht überstrapaziert werden, weil sie gerne überstrapaziert werden. Aber ich habe sie scheinbar gut unter Kontrolle. Also ja, die Leute, die die Krankheit natürlich nicht haben, die Heiler und so, die finden mich völlig okay. Ich bin beachtenswert, haben sie mir gesagt. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe einfach diese Krankheit. Aber naja, ich kann gut umgehen mit Krankheiten scheinbar. Also, dann bin ich halt wieder da zu Hause und habe mich einfach ein bisschen gelangweilt, habe natürlich den Bild recht schnell vorwärts gemacht, nicht mal 2 Tage. Und ich bin Level 76 gleich, weil auf Level 76 diesen Helm, Herald of the Scurry, ja, benutzbar ist. Und den wollen wir holen. Ich bin jetzt extra rausgegangen, dass wir einen neuen, nicht diese blutigen Moore haben. Wir haben ein bisschen slow, können wir das gut machen und sind dann auch mit den Quests hier fertig. Und ihr wisst ja, Emperor of Corps hatten wir mit dem vorletzten Beat 0 Chancen. Schauen wir mal, wie es mit diesem Beat ist, aber eben ihr seht, Giftresi noch Müll, habe ich noch nicht geschafft irgendwie. Lieber die Minions noch ein bisschen mit diesen Ringen oben gehalten, die Schuhe können noch ausgewechselt werden, die brauche ich nicht unbedingt so viel Leben. Ja, und halt die Minions bekommen hier mehr Schaden, aber irgendwie läuft es sehr gut. Bis jetzt. Aber ich denke, es wird noch viel besser laufen, wenn wir Herald of Scurry dann tragen können. Man kennt es wahrscheinlich aus Path of Exile, da gibt es ja die Herald Skills. Und die sind eigentlich immer ziemlich gut. Und der Herald, also der Vater oder so, oder der Machtgeber oder so, der ist natürlich sicher auch bei diesem Helm gut. Kommt mir so vor, wenn ich immer Herold nenne. Vielleicht Gottvater oder so. Herold ist eben so eine Bezeichnung, die wir im Deutschen gar nicht so zuerst wahrnehmen, wenn wir das Wort eigentlich kennen. Im Deutsch, also im Englischen, oder? Ich könnte es einfach nur vom Aussprechen oder vom Lesen eben. Werde ich mal schauen und ja, ich freue mich schon drauf, weil die Wölfe sind natürlich eher, ja, Single Target. Ein bisschen komisch zum, also ich finde aber die KI so richtig komisch. Die gehen immer auf den nächsten Gegner, aber die schwierigen Gegner lassen sie in Ruhe, lassen mich halt viel Schaden kassieren. Deshalb bin ich aber nicht mehr deathless. Einmal haben sie mich mega im Stich gelassen und ich habe alles auf die Fresse bekommen. Weiß nicht, ob es Giftschaden war, wahrscheinlich war es nicht Giftschaden, es war eher Blitzschaden, glaube ich, oder so. Tja, jetzt müssen wir noch ein bisschen hier in diesem Level bleiben. Wir haben noch nicht die Quest erledigt. Die Gegner sind mir zu schwach, zum Beispiel. So, das haben wir gesagt, Panzer. Ja, dafür, ja. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Also mir geht es ziemlich gut wieder. Das heißt einfach, ich bin Herr meiner Nerven und nicht die Nerven über mich. Aber wie lange, weiß ich nicht. Ich möchte gerne natürlich wieder anfangen zu livestreamen, aber ich habe den Bildschirm jetzt noch nicht bekommen. Der steckt irgendwo bei DHL fest. Muss ich wahrscheinlich bei denen anrufen und ihn herbringen. Wird wahrscheinlich in der Nähe irgendwo in einer Sammelstelle sein. Aber wer versteht's, oder? Wer versteht diesen Beruf Pöstler oder Postbote auf Deutsch richtig? Naja, wir Schweizer haben halt andere, die Deutschen nicht immer kennen.
Ja, ich habe mega Spaß. Das Spiel gefällt mir immer mehr. Und wir haben das Level erreicht. Ganz, ganz leise. Ja, ich möchte unbedingt die Minion Armor noch holen. Da müssen wir 5 Punkte einsetzen. Und hier habe ich einfach vor allem mal Defensive geholt und Attack Speed und so. Und wir müssen einfach noch, ja, vor allem auch Damage holen. Hier noch einen Punkt rein. Hier noch voll machen. Und ich glaube, hier oder hier noch voll machen. Sonst weiß ich gar nicht mehr, was wir. Da müssen wir wieder uns nach dem Guide probieren. Also, die Wölfe wollen noch ein bisschen mehr angreifen, schneller. Sie wollen hier noch. Ah, da sind wir fertig. Also, ne. Ja, okay. Ja, da machen wir doch mehr Schaden als Attack Speed. Ich finde irgendwie Attack Speed nicht so wichtig. Die Squirrels greifen auch schneller an. Und hier ist eigentlich nur noch Threshold 2 Punkte. Und hier sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Da unten, glaube ich. Also ich schaue mal kurz. So, die Aufnahme läuft, das ist gut. Ich habe morgen oder ja, wahrscheinlich am Montag dann den zweiten Monitor, dann sehe ich es auch wieder. Ich habe das nicht offen, das ist es. Also da brauchen wir einfach noch andere Unix, das ist klar. Diesen Ring, diesen Gürtel habe ich auch noch nicht gefunden. Den habe ich. Aber ja, da haben wir das auch gemacht. Hier. Eins. 1, 1, 1, 1, 1, 2. Ist nur 2, was wir dort brauchen? Hä? Brauchen wir da unten noch? Nein, haben wir auch. 5, 5, 1, 1, 1. Da haben wir sogar 3 Punkte. Ja, es ist fertig. Also ich mache die Punkte einfach dort rein, wo ich es brauche. Also hier. Und hier sind wir eigentlich auch überall fertig. Den Punkt noch hier rein. Und hier ist, glaube ich, hier noch ein Punkt rein. So, dann sind wir hier fertig und also Wölfe weg, dafür Squirrels. Werden die sofort zu Squirrels? Ich habe hier einen Helm mit zweisamen Wolf, aber hier haben wir auch zweisamen Wolf. Das dritte oberste. Also für mich sind die noch nicht Squirrels. Muss ich jetzt gerade raus oder so? Noch nicht. Also, weg. Neu casten. Wo sind die Wölfe da unten? Gucken wir mal, wie das geht. Oh, wie süß. Also nur, dass sie blutig sind, sind sie noch recht süß. Killer Karnickel. Passt. Was ist der Unterschied groß von Hase zu Eichhörnchen? Haben auch scharfe Zähne zum Nüsseknacken? Okay, Kaninchen. Ja, tun ja nicht Nüsse knacken, denke ich mal. Also dann gleich mal ausprobieren. Wir haben hier auch noch ein Set oder Unique-Item. Ja. So. Zu meiner Stimme, es ist noch ein bisschen kratzig oder ein bisschen einfach erkältet sozusagen. Das ist auch so eine Erscheinung scheinbar, die manchmal auch ist, wenn die Nerven überstrapaziert sind. Tun sie dem Gehirn so ausplappern und man ist erkältet und dann hat man einfach diese Wirkung. Irgendwie ab die Schwäche auch nicht mehr so, ich hoffe. Und ja, ich bin am Montag wieder extrem am Fußballspielen. Ich hoffe, ich bin ist dann fit. Und am Abend können wir dann. Nein, am Abend ist 31. Januar, Juli. Und da ist das Feuerwerk, da kann ich noch nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, okay, Postbote arbeitet dann. Lieferservice arbeitet dann. Also, die sind schon geil, nur sind sie einfach nicht mehr so brachial wie die. Sie hören sich auch nicht gerade so gesund an. Ein bisschen quietschig. Quietsch, quietsch.
Oh, jetzt haben wir einen Crash. Okay. Last Epoch kann leider die Squirrels noch nicht so gut verarbeiten. Verstehe.